Andere haben sie das gefunden, das war lange Zeit ein urtiefes philosophisches Problem, heute sieht man das offensichtlich ein bisschen lockerer, aber es gibt jedenfalls das Phänomen des atomaren Zerfalls, das ist vollkommen akausal, da ist also so ein Uranatom, mit dem macht man ja dann irgendwann solche Atomkraftwerke oder Atombomben, dieses Uranatom zerfällt einfach irgendwann, das nur statistisch kann man das vorher sagen, es ist aber nicht eine, es gibt dafür keine Ursache. Es ist eine Wirkung, die entsteht, ohne dass da eine Ursache damit im Zusammenhang zu finden ist. Auch die zweiwertige Logik hat sich als widerlegt gezeigt, in der Quantenlogik, wie das dann genannt wurde. Also zweiwertig, das heißt, ein Ding ist oder es ist nicht, aber in der Quantenwelt kann das schon sein. Da gibt es ein Ding, das ist weder an dem Ort, noch ist es nicht an dem Ort. Ja, in unserer Anschauung klingt das absurd, aber mathematisch kann man es wunderbar begreifen. Aber jedenfalls zeigt sich, diese Logik, die Kant noch als zwingend gesehen hat, und er hat noch argumentiert, es ist unmöglich, irgendwann irgendein Faktum zu finden, das dem widerspricht, wenn alle Fakten, die wir in irgendeiner Form verstehen, gehen nur via a priori, das, und da ist das schon Voraussetzung, widerlegt. Weil hier hat sich gezeigt, wir haben Fakten gefunden, zum Beispiel Doppelspaltexperiment mit kleinen Elementartechniken, die der zweiwertigen Logik widersprechen. Also offensichtlich hält dieses Kant'sche a priori nicht. Ich weiß nicht, ob sich das durchgesprungen hat bis zu den geisteswissenschaftlichen Instituten, aber möglicherweise gibt es eben ein bisschen so einen Konflikt im Treffen von Geistes- und Naturwissenschaften, aber Faktum ist, dass da hier ein Erklärungsbedarf ist. Ich meine, vielleicht kann man sagen, naja, da hat sich der Kant geirrt. Das ist halt nicht ein a priori, sondern noch ein bisschen was Grundlegenderes. Aber Faktum ist, es gibt diesen Widerspruch zu dem, was Kant a priori genannt hat. Auch Singularitäten hat man gefunden, also Unendlichkeiten, zum Beispiel im schwarzen Loch, nicht? Das ist also ein Knick in der Raumzeit, eine unendliche Krümmung, da kann beliebige Energie da drin sein, das ist alles, alles weg von dem, was man bisher sozusagen als kausal gesehen hat, aus so einem schwarzen Loch können unter Umständen auch Dinge rauskommen, die nie reingegangen sind, diese Wurmlöcher könnte es geben, nicht, wo man plötzlich im Raum und der Zeit hupft, das ist alles naturwissenschaftlich durchaus möglich. Singularitäten wurden auch schon beobachtet im Zentrum unserer Galaxie, ein riesiges, und das widerspricht auch diesen Kant'schen a priori und natürlich auch die gekrümmte Raumzeit, oder dass wenn zwei Zwillinge mit der Rakete wegfliegen, der eine altert und der andere viel weniger, nicht, also auch nicht wirklich nachvollziehbar, wenn man sich das so vorstellt, aber definitiv sozusagen richtig oder wahrheitsähnlicher. Da kommen wir dann zur Antwort auf Herwig Grimm, der eben diese These hat, alles kann man nur aus den Augen des Menschen verstehen und daher kann man auch gleich Menschenwerte nehmen und die Tiere ausgrenzen. Die Tiere haben auch Mathematik, also wenn so ein Löwe vor einem Wasserloch sitzt, es gehen zwei Zebras hin, da kann ich ganz hinsehen, eins kommt wieder raus, dann denken sie sich, eins ist dort, jetzt gehe ich hin und hole es mir. Ne? De facto beobachtet worden. Und es ist 2 minus 1 ist 1, Mathematik, nicht? Also wenn ich jetzt sage, Mathematik ist menschengemacht, was ist mit dem Löwen? Der hat sich das von uns abgeschaut, oder? Nein, Mathematik ist eine Eigenschaft der Welt und jedes Wesen, das ein bisschen über die Welt nachdenkt, findet genau dieselbe Mathematik heraus, in der einen oder anderen Form, oder so und so, so seicht oder so tief. De facto hat das nichts mit Menschen zu tun. Die Metaphysik der Naturwissenschaften, so wie ich das halt formuliere, ist dann die Grundlage des Zugangs zum Verständnis der Welt und zur Frage der Ethik als Ausgangspunkt kontra dem Seminar an der katholischen Theologie, kontra den Aussagen beim Critical Animal Studies Konferenz, kontra der Aussage von Herwig Grimm. Das hat mit Menschen nichts zu tun. Es ist möglich, das ist sozusagen die Voraussetzung, von der ich ausgehe, mit diesen Methoden der Naturwissenschaft menschenunabhängige Feststellungen zu treffen. Und damit auch menschenunabhängige Feststellungen über eine Ethik. Ich bin in der Lage, eine Ethik so zu formulieren, dass sie mit Menschen nichts mehr zu tun hat. Sie ist vollkommen anthropozentrismusfrei. Und das brauche ich auch in meinen Augen, um dem Prinzip des Rationalen zu entsprechen, nämlich verallgemeinerbar oder universalisierbar so zu sein. Ganz noch ein paar Schlussbemerkungen, ich merke, die Zeit läuft mir davon. Ethischer Realismus heißt die Metaphysik der Naturwissenschaft, dass es auch absolut objektiv gut und böse, richtig und falsch gibt. Also, so definitiv nicht. Werte sind relativ. Und wenn man von absoluten Werten geht, müsste es einen absoluten
Wert geben, also ein absolutes Ziel des Universums oder dergleichen, einen Sinn, an dem man dann gut oder böse misst, aber davon ist sozusagen nichts zu merken. Und dem naturwissenschaftlichen Weltbild wird dann der naturalistische Fehlschluss vorgehalten. Es wird also als Beispiel, dass Annahme, so wird das auch oft verwendet, Evolution als universale Kraft im Universum wird nach komplexerem Streben, deswegen ist modale Komplexität ein objektiver Wert. Findet man sehr, sehr oft so ein Argument, ist also de facto falsch, nicht nur weil naturwissenschaftlich gesehen die Evolution nicht nach Komplexität strebt, bei Jahren darüber reden, sondern auch, dass es eine Kategorienverwechslung ist, wie David Hume erstmal aufgezeigt hat, eben der naturalistische Fehlschluss. Ich kann nicht aus dem, was ist, schließen, was sein soll. Also dieser direkte logische Schluss ist grundsätzlich und prinzipiell unmöglich. Und trotzdem ist die Metaphysik der Naturwissenschaft eine wesentliche Voraussetzung, um eben dieses Ist festzustellen, dessen Rahmen ich eine Ethikdiskussion machen kann. Ein Beispiel des naturalistischen Fehlschlusses ist, beim Fleischessen kommt das häufig nicht, es ist für Menschen natürlich, Fleisch zu essen. Es ist daher für Menschen ethisch richtig, Fleisch zu essen, weil es halt natürlich ist, falsch, ein klassischer naturalistischer Fehlschluss. Rationale Ethik bedeutet also die Voraussetzung Metaphysik der Naturwissenschaften. Ich habe so ein naturwissenschaftliches Input über das, was ist, und die ethische Diskussion ist dann auf der Basis der logischen Konsistenz, der kontextuellen Begründung, also mit Begründung mit Bezug auf das, was ist, und der Universalisierbarkeit, also sozusagen, dass der Rationalität immanentem. Es muss egal sein, wenn ich von A auf B schließe, dass wenn ich ein anderes Objekt A' kriege, das dieselben Eigenschaften hat, dann muss ich da genauso schließen können. Es darf nicht an dem einzelnen spezifischen Entität, an der darf nicht festgemacht sein. Es muss eine allgemeine Regel sein, die wo die Subjekte austauschbar sind. Wichtig, rational heißt überhaupt nicht egoistisch. In der Diskussion mit religiösen EthikerInnen ist mir das sehr, sehr oft begegnet. Die haben fast Angst, sozusagen die Religion unbedingt zu halten, auch in der Gesellschaft, weil sonst bricht das anarchistische Chaos aus, auf der Basis dessen, dass dann alle nur noch egoistisch handeln, weil außer Religion gibt es nichts, was dem Egoismus entgegenwirken kann. In meinen Augen ist das eindeutig nicht so rational. Also rational als egoistisch zu interpretieren kann man nur dann, wenn man sagt, ich habe bereits eine Ethik, die ist, ich gehe immer vor, und dann benütze ich meinen Verstand, um dieser Ethik möglichst zu folgen. Aber der ethische Verb, ich gehe immer vor, ist definitiv nicht rational. Dazu müsste es erst kontextuelle Begründung geben, und die Universalisierbarkeit widerspricht dem schon mal grundsätzlich. Ich gehe immer vor, geht nur dann, wenn ich eine Eigenschaft habe, die niemand anderer hat. Ne? Und dann muss ich auch noch kontextuell begründen, warum diese Eigenschaft gerade nicht vorgehen lassen sollte. Mit anderen Worten, rational und egoistisch hat eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun. Im Gegenteil, rational ist gerade eben das Ego überschreitend und universell. Ein Beispiel dazu vielleicht, das ich eben auch in meinem Buch gebracht habe, weil für mich das ein gutes ist, dieser Universalisierbarkeit. Wenn ich sage, ich gehe zu meinem Chef und sage, bitteschön, ich habe 2 Doktortitel, ich möchte ein höheres Gehalt, weil jemand, der 2 Doktortitel hat, muss ja ein höheres Gehalt bekommen, dann muss ich, wenn ich rational bin, implizit für alle, die 2 Doktortitel haben, auch so ein Gehalt folgen. Ich kann nicht sagen, ich kriege es, aber der hat auch 2 Doktortitel, aber bei dem kriege ich es nichts. Also Universalisierbarkeit, eben die Grundlage des Rationalen, heißt, ich sage nicht nur ich, sondern ich sage, alle, die 2 Doktortitel haben, sollen ein höheres Gehalt bekommen. Selbst wenn die Stellungnahme fragwürdig sein soll, aber die Grundvoraussetzung des Rationalen ist, es muss universalisierbar formuliert sein. Und das widerspricht eben komplett dem Egoistischen. Ich kann sozusagen tricksen mit Rationalität, aber der Wert, ich gehe vor, an sich ist nicht rational. Okay, das ist die Metaphysik natürlich. Ich habe ungefähr genau ein bisschen länger, also 3/4 Stunde gebraucht. Ich würde mich freuen, also wenn es dazu Kommentare oder Fragen gibt. Da soll man noch einen mathematischen Beweis durchgehen. Frage. Ja, die Idee zum mathematischen Beweis, also ich glaube, du hast es dann ein bisschen später gesagt, inwiefern widerspricht denn nicht der Gödel'sche Unvollständigkeitssatz, von dem ich wenig Ahnung habe.
Also wenn ich ja sozusagen in der Mathematik das Problem habe, dass sie in sich nicht abschließend und nicht konsistent ist, wie kann ich mich dann darauf verlassen, dass ich da überhaupt irgendwelche Schlüsse draus ziehe? Das Lustige ist, der würdische Unvollständigkeitssatz besagt ja letztlich, dass man mit einer endlich, sogar in Klammer abzählbar, unendlichen Menge von Axiomen nicht alle wahren Sätze beweisen kann. Das heißt, ich kann mittels Gödel, also im Rahmen dieses Satzes, sehe ich, ja, dass es gewisse mathematische Wahrheiten gibt, die wahr sind. Ich kann erkennen, dass sie wahr sind. Ich kann das erkennen und sozusagen beweisen. Aber ich kann es nicht beweisen mit den von mir vorgegebenen Axiomen. Und das ist eben der Widerspruch. Und man erkennt also, die Mathematik kann durch diese Axiome nicht vollständig abgedeckt worden sein, weil es gibt mindestens diesen einen Satz, dessen Wahrheit ich erkenne, der aber nicht beweisbar ist. Das heißt, das Wahrerkennen ist einfach getrennt vom Zurückführen auf Axiome. Und das ist ganz erstaunlich, und ich habe es versucht, ein bisschen mit diesem Pythagoras zu machen, aber man könnte sich das auch ein paar anderen Sachen anschauen. Wie funktioniert eigentlich ein Beweis? Was bedeutet eigentlich Beweisen? Und ich kann natürlich, ja, ich kann versuchen, Axiome zu finden, aber wenn ich eben Axiome finde und dann Axiome für die Axiome, also immer weiter zurück, dann wird mir immer unklarer, ob die überhaupt so stimmen, nicht? Aber dass das wahr ist, bin ich interessanterweise völlig überzeugt. Und wenn man diesen Gödelschen Beweis durchzieht, das nennt sich Gödelisierung, da findet man dann, kann man ein Theorem konstruieren, dessen Wahrheit man erkennt, dann sind alle überzeugt, dass das wahr ist. Also das ist erstaunlicherweise so. Aber ja, es ist nicht auf Axiome zurückführbar. Ja, zur Mathematik wollte ich noch sagen, also man weiß nicht, ob sie entdeckt oder erfunden wurde. Weil was ich noch fragen wollte, was hältst du vom Materialismus, wenn du keiner bist? Also meine Voraussetzung ist, sie ist entdeckt und nicht erfunden. Man kann natürlich darüber streiten, auf welcher Basis, aber wie gesagt, wenn der Löwe sie auch hat, können wir sie nicht erfunden haben, weil es hat dem Löwen keiner von uns gesagt. Interessanterweise, man hat ja auch, man kann natürlich auch sagen, die spinnen halt vor sich hin, aber man hatte diese ersten Pioneer-Sonden, da hat man alle möglichen Symbole drauf gemalt für Außerirdische, die unsere Sonden irgendwann einfangen in ein paar Millionen Jahren und dann irgendwie diese Botschaft lesen sollen. Da hat man sich auch gefragt, was kann das sein, was kann man dorthin malen, dass das Typen finden, die vielleicht technisiert sind, aber mit uns nichts zu tun haben und vielleicht eine ganz andere Erlebniswelt haben. Vielleicht sind sie nahe von einem schwarzen Loch und sehen alles x-dimensional. Und da ist man sich eigentlich rasch einig gewesen, Mathematik werden die genauso haben. Also diese Typen werden genauso 1 plus 1 ist 2 haben, die werden dieselbe Mathematik konstruiert haben. Also das ist der Berührungspunkt, da findet man sich. Gut, wie gesagt, man kann es natürlich bezweifeln, aber sozusagen bis auf Weiteres ist meine Voraussetzung für meine ethischen Überlegungen, dass also diese Metaphysik der Naturwissenschaft stimmt. Was Materialismus betrifft, ich habe ein großes Verständnis oder es ist eher dann eine Art Bauchgefühl dafür, dass man sich auf materielle faktische Existenzen bezieht. Aber ich habe eben erlebt, als jemand, der 12 Jahre Forschung betrieben hat, dass wenn man analysiert, was das eigentlich heißt, ich habe das versucht in dem Beispiel zu bringen mit der Substanz, die ich immer weiter teile, nicht? Teils und dann stellt sich heraus, am Schluss ist ein Pünktchen höher, das also keine Ausdehnung hat, und dass ich nur noch mathematisch begreifen kann, aber das macht die faktische Materie aus, die wir kennen. Insofern ist für mich so ein idealistisches Bild einer mathematischen Größe als der eigentlich realen nachvollziehbar. Aber das ist, wie gesagt, ein bisschen schon weiter weg. Das ist nicht Voraussetzung von dem, was man weiterhin für Konsequenzen hat. Aber ich meine, es gibt hier ein erstaunliches Spannungsfeld zwischen Materialismus und Idealismus. Durchaus interessant zu diskutieren, ist aber nicht unbedingt Voraussetzung von, also überhaupt nicht Voraussetzung von dem Weiteren. Bitte. Ja, zunächst danke für den interessanten Vortrag. Und ich hatte eine Überlegung oder eine Frage. Ne? Ja. Die erste Überlegung, Sie haben begonnen mit der Kritik, Sie haben es nicht so genannt, aber Kritik des Konstruktivismus. Ja, dass die Realität, in der wir leben, ist nur von uns konstruiert, indem sie sich gegenüber einem Realismus gestellt haben, einem Realismus gegen Konstruktivismus. Und die Überlegung ist, es gibt etwas dazwischen, ist kritischer Realismus. Ja, kritischer Realismus besagt, dass es gibt sowohl eine physische Welt, eine Realität, wenn ich gegen diese Mauer gehe, tue ich mir weh, und es gibt auch soziale, institutionelle Fakte, die wir
schaffen. Ja, so VGT würde es nicht geben, wenn es davor jemand die Idee eines Vereins oder einer Organisation geschaffen hätte. Ne? Und es existiert, solange wir daran glauben. So, es gibt kritischer Realismus, steht da in der Mitte, also zwei Pole, und kann, glaube ich, kompatibel sein mit mir. Ja. Aber die Frage ist, zwei Fragen. Erstens ist die Metaphysik Wissenschaft, der Naturwissenschaften, ob das ein Begriff ist, das von Ihnen stammt oder in der, sagen wir, der philosophischen Diskurs schon da ist. Und die zweite Frage ist, wozu brauchen Sie das? Das war mir noch nicht klar. Wozu brauchen Sie diese philosophische Erörterungen, um jetzt über Tierethik zu sprechen? Also den Begriff Metaphysik der Naturwissenschaft ist tatsächlich etwas seltsam und nicht üblicherweise benutzt. Aber ich bin darauf gestoßen worden bei meinem Vortrag in diesem katholischen theologischen Seminar, weil die zu allem gesagt haben, das ist eine andere Metaphysik, als sie es haben. Also die Annahme einer objektiven Realität ist eine andere Metaphysik, und das sollte man benennen. Also dann habe ich gesagt, okay, benennen wir es, ist die Metaphysik der Naturwissenschaft. Die Metaphysik des Verständnisses der Welt auf Basis von der wissenschaftlichen Methode. Warum brauche ich das? Weil ich letztlich ja mit diesen Mitteln hier eine anthropozentrismusunabhängige, also menschenunabhängige Ethik konstruieren können würde. Ich möchte mich auf Fakten beziehen, von denen man sozusagen sich einig sein kann, dass sie menschenunabhängig sind. Also wenn Sie sagen, der Verein ist ein menschliches Konstrukt, mag sein sozusagen, aber ich meine, das widerspricht ja, wie Sie auch sagen, dem Bild dessen, was ich hier mit der Physik der Naturwissenschaft nenne, nicht, weil natürlich jedes Wesen sozusagen ein bisschen sich sein Umwelt beeinflusst und dadurch Veränderungen hervorruft. Aber in der prinzipiellen Basis widerspricht das dem gar nicht. Und das brauche ich aber, um eine speziesismusfreie, zentrismusfreie Ethik zu schaffen. Begründung dafür waren diese Punkte, die ich da genannt habe, diese Erfahrungen mit verschiedenen Personen, die halt hier gemeint haben, es ginge deswegen nicht, habe ich das hingeschrieben gehabt, genau hier, wenn zum Beispiel Herbert Grimm sagt, man muss anthropozentrisch bleiben, man kann aus seiner Menschenwelt und seinem Menschenverständnis nicht heraus, dann sage ich, auf Basis dieser Metaphysik und Wissenschaft kann ich das schon. Und er sagt, man kann nicht daraus, und deswegen muss auch jede Ethik anthropozentrisch sein, und deswegen brauchen wir es nicht vor der Anthropozentrik fürchten. Der Mensch ist sozusagen in unserer Welt nun einmal der Mittelpunkt und das Maß aller Dinge. Und deswegen darf man das ruhig, also man kann sich sozusagen beruhigen und darf das ruhig in den Vordergrund stellen. Wenn man so einen Zugang hat, dann hat man einen Haufen von, einen Rattenschwanz von Problemen, die man mit sich nimmt. Zum Beispiel, dann ist der Mensch das paradigmatische Rechtssubjekt und alle Tiere dürfen nur so ein Rechtssubjekt werden, wenn sie ausreichend ähnlich wie ein Mensch sind. All das sind sozusagen stringente Konsequenzen dieses anthropozentrischen Zugangs. Und tatsächlich findet man das auch in vielen Büchern. Also ich meine, es gibt auch sehr, sehr gute Bücher über Tierrechte, bei denen dieser anthropozentrische Zugang der ist. Carsten Brenzing, ich habe ihn genannt als sozusagen Kritiker von De Waal, der macht das ganz stark. Der sagt also, wir Menschen können das, jetzt schauen wir mal, ob die Delfine das auch können. Wenn ja, dann zählen sie auch nicht. Ich möchte letztlich einen ganz anderen Zugang wählen. Ich möchte feststellen, wie kommen Werte auf die Welt, was für Wesen sind das? Und ich möchte das in einer Weise diskutieren, als gäbe es überhaupt keine Menschen. Als würden wir vom Sirius reden, wo irgendwelche ganz anderen Wesen sind. Ich möchte von Anfang an vollkommen menschenunabhängig argumentieren. Es kommt überhaupt nicht darauf an, was wir unter Bewusstsein verstehen, wie wir die Welt sehen, ob drei oder vier oder siebendimensional oder ob wir eine homogene Zeit empfinden oder nicht. Das kommt überhaupt nicht an. Sondern es kommt darauf an, was wirklich real ist, basierend auf dem, was am wahrheitsähnlichsten ist, in diesem Boberschen Sinn. Und so von dem möchte ich mich aussehen. Und das heißt, die Anthropozentrik ausschließen. Das ist mein Bedürfnis, von dieser Metaphysik der Naturwissenschaften auszugehen. Noch was? Ja. Du hast vorhin beim naturalistischen Feldschluss ein Ziel erwähnt, war das? Hast du Teleologie gemeint? Teleologie. Dass die Evolution perfekter wird. Ja, genau. Teleologisch kann man sie. Aber das ist ja nicht wirklich angenommen, oder? In Fachkreisen? Nein, das ist überhaupt nicht angenommen. Nein.
Aber es ist halt etwas, was hier verwendet wird. Also ich meine, durch die Bank, ja, also ich würde sagen, die Mehrheit der Ethiker und Ethikerinnen, die man trifft, mit denen man diskutiert, Lismann wird das sicher auch so sehen, wir werden es Anfang November erleben, der sagt, es ist selbstverständlich, dass mental Komplexere seinen höheren Wert hat. Und man handelt sich da meistens darum, dass man sagt, dass die Evolution, das ist sozusagen höher entwickelt in der Evolution, und höher muss ja irgendwie wertvoller sein. Also in diesem Sinne wird das zumindest implizit argumentiert. Ich weiß nicht, ob er sich traut, das wirklich so zu formulieren, dass die Evolution als universale Kraft nach Komplexerem strebt und deswegen muss das ein höherer Wert sein. Aber de facto machen das fast alle. Und ich meine, das ist grundsätzlich ausgeschlossen. Aber die Evolution wird als Person, das wirkt irgendwie komisch, also das wird ja nicht wirklich angenommen an Universitäten, oder? Die Evolution als universale Kraft wird dann stellen nach irgendwas? Nein, überhaupt nicht. Ja, das ist ja normal von da dass es nur Anpassung gibt, ja, und kein genau. Streben. Das ist also ein Widerspruch zwischen der Naturwissenschaft und was die von der Evolution hält und der Geisteswissenschaft, die das gerne für eine Sache nutzen würde, die ihr besser passt, nämlich eine Ethik, die viel anthropozentrischer ist, wo natürlich der Mensch das komplexeste Wesen daher den höchsten Wert hat. Nicht? Das ist natürlich ein Aspekt, der mit dieser Intuition zu tun hat oder mit dem eigenen persönlichen in den Vordergrund stellen oder wie das die emotionalen Umstände halt, die einen selbst betreffen, dass die wichtiger sind. Aber es ist ein Widerspruch zwischen dem, was aus der Naturwissenschaft kommt. Die Evolution strebt nicht nach Komplexität. Darwin hat das sogar explizit in seinem Buch, 1859, im ersten Buch Evolution, schon an die Seite geschrieben. Strebt nicht nach Komplexität. Es ist nicht so, wenn man jetzt alle Wirbeltiere verschwinden lässt, dass dann alle wieder kommen. Und wenn man den Mensch da entfernt, dann alle streben nach. Also manche Leute haben sogar diese offensichtlich geisteswissenschaftlich motivierte These, dass wenn man nur lang genug wartet, wird der nächste Schimpanse auch zum Menschen, insbesondere wenn die Menschen aussterben sollten. Also ist natürlich nicht so, dass die alle immer menschenähnlicher werden und wir sind so das Tollste momentan und wir werden auch noch immer toller, kriegen immer größeren Kopf und immer komplizierteres Gehirn, so ist es ja überhaupt nicht. Das klingt schon nach Hegels Weltgeist fast. Ja, genau. Ja. Bitte. Eine schwierig zu formulierende Frage. Ich habe immer die Idee, dass ich, wenn ich jemanden von seiner Ethik überzeugen möchte, dann tue ich das mit dem Hintergedanken, dass der irgendwas oder die irgendwas davon oder das irgendwas davon haben muss. Also welches Interesse hat der, die oder das daran, diese Ethik zu übernehmen? Weil ich kann ja, also wenn ich 70% der Gesellschaft überzeugen kann, dann könnte es schon funktionieren, aber momentan haben wir noch recht viele religiöse Leute, die mit denen funktioniert das wahrscheinlich nicht so gut. Jetzt ist meine Überlegung immer, welches Interesse könnte ich daran haben, so eine Ethik, die eben sagt, wir nehmen diese Dinge als Grundlage, als gültig zu erachten. Und da überlege ich mir dann, dass es ja für mich auch besser ist, wenn es so eine Ethik gibt. Also ein ganz grundlegendes Axiom könnte sein, wenn ich nicht will, dass man mich umbringt, dann bringe ich auch niemanden anderen um, weil sonst kann ich das von dem ja auch nicht verlangen. Also wenn ich jetzt sage, du steig mir nicht auf die Füße und ich mache es dann selber, ist es nicht wirklich rational. Also wie du sagst, rational und egoistisch schließt sich eigentlich gegenseitig fast aus. Und jetzt wäre meine Idee, wie überzeuge ich jemanden davon, dass er so eine Ethik annimmt, indem ich ihn davon überzeuge, dass es für ihn einen Vorteil bringt, nämlich wenn er sich dran hält und, oder sie sich dran hält und der ganze Rest der Schöpfung oder Evolution oder wie auch immer sich dran hält, dann haben alle was davon. Was hältst du von dem Gedanken oder kann man das irgendwie... Naja, also erst einmal ist er ein bisschen, kommt sozusagen erst ein bisschen später in der Konstruktion dieser Ethik, aber er ist natürlich im gewissen Sinn im Widerspruch zu dem, was ich konstruieren will. Und zwar, also Immanuel Kant würde einem sagen, wir handeln rational aus Respekt vor der Rationalität. Punkt. Nicht? Also er sagt, ich erlebe das sozusagen, diese Naturprinzipien, nicht? Die kann ich also erkennen und bin baff
und ich sehe also sozusagen den gestirnten Himmel über mir nicht und das moralische Gesetz in mir, dieses rationale moralische Gesetz, das sich auf diese Weise mir aufdrängt. Und ich bin dann einfach vor Respekt vor diesem erstaunlichen, also ich erkenne das und bin baff und bin aus Respekt vor dieser Wahrheit, die mir da begegnet, handle ich so. So sieht das Kant. Jetzt kann man sagen, naja, der ist halt ein Typ, der sitzt in irgendeinem Elfenbeinturm, der dann hier ein Flugblatt verteilt, damit wir es nicht weit kommen. Da sitzt dann irgendein Typen, der sagt, aber aus Respekt vor Rationalität sollten Sie jetzt nicht überjagen. Ja, es ist ein eindeutiger Unterschied zwischen einer politischen Kampagne und was kann man da für Argumente bringen, die die Leute beeindrucken, versus dem rationalen Überlegen, wenn wir die Prinzipien von Wahrheitsähnlichkeit und logischer Konsistenz eben, oder einfach Wahrheitsähnlichkeit zugrunde legen. Aber, also ich würde es für mich so formulieren, ich möchte gern die wahrheitsähnlichste Ethik und dann habe ich die Überzeugung, dass ich das auch mit pragmatischen oder mit politischen Tricks tun darf. Ja, weil ich habe aus anderen Gründen die Überzeugung gewonnen, das ist die richtige Ethik und jetzt, dann beginne ich mir halt Motivationstricks zu überlegen oder schaue, gesundheitlich das was bringt und wenn ja, sage ich allen gesundheitlich. Dein Tit for Tat, dein kontraktionalistisch ein bisschen so, Zugang zur Ethik, hat natürlich das Problem, dass wenn ich da, weiß nicht, Stalin bin und ich habe viel Macht und ich kann die Leute in Gulag schicken, sagen wir mal, es ist so, dann möchtest du ihn überzeugen, er soll davon aufhören. Dann sagt er, also das kann mir eh keiner was tun, ich sitze da und bin der Mächtigste, also warum soll er mich interessieren? Ne? Das ist ja meistens der Grund, warum die Leute Tiere nicht einbeziehen, weil sie sagen, der kann mir eh nichts tun. Also der ist so lächerlich, dass ich da also nicht Acht geben muss. Abgesehen davon, dass man natürlich sagen könnte, er kapiert es eh nicht, insofern, wenn ich mich dran halte, ihm nichts zu tun, tut er mir trotzdem was, weil er das gar nicht mal kapiert. Also da kann man natürlich in deutsch Flüchtling kommen, aber eins ist ganz klar, ja, und ich halte mich da an Kant und habe natürlich meine Gründe dafür und möchte die auch im Weiteren liefern, aber ein wichtiger Grund ist, dass die Ethik und unsere Zivilrechtsgesetzgebung sich alles auf Kant bezieht, der sagt eindeutig, Tit for Tat zählt nichts, also auch wesentlich völlig hilflos sind während der Einbeziehung. Es ist nicht so, dass ich nur deswegen, also nur solche als Zweck an sich respektiere, die auch in der Lage sind, mich als Zweck an sich zu respektieren. Also dieses Abgleichen von Interessen, das macht Kant, also das schließt er explizit aus. Ja. Und bei so einer Wahrheitsähnlichkeitskonstruktion der Ethik würde ich das jetzt zunächst einmal auch aus dem Grund. Noch Bemerkungen dazu? Ansonsten wäre dann zwei Wochen der Schritt zum Verständnis der Welt und der Frage, ob es einen freien Willen geben kann, ob das nicht im Widerspruch steht zur Metaphysik der Naturwissenschaften. Viele Leute, eben gerade in der Theologie, haben mir auch gesagt, schau, du musst die Metaphysik der Naturwissenschaften verlassen, sonst kannst du gar nicht über Ethik reden, weil Ethik und Naturwissenschaften sozusagen schließen sich aus. Ich möchte hier naturwissenschaftlich dafür argumentieren, eben auch mit Gödel, dass es sehr wohl sich nicht ausschließt. Das ist dann in zwei Wochen, weil ich nächste Woche davon ist. Ansonsten danke ich mich fürs Kommen oder für uns keine Kommentare geben. Thank you.